Ich liebe die Kinder, sagte der Mond. Besonders die Kleinen sind so drollig. Wenn sie überhaupt nicht an mich denken, schaue ich zwischen dem Vorhang und dem Fensterbrett in die Stube. Es macht einen Riesenspaß, ihnen zuzusehen, wenn sie sich gegenseitig beim Ausziehen helfen. Da kommt erst die kleine, nackte, runde Schulter aus dem Kleid und dann ein Arm. Oder ich sehe, wie der Strumpf ausgezogen wird und ein niedliches, kleines Bein, so weiß und fest, zum Vorschein kommt. Das ist ein Fuß zum Küssen und ich küsse ihn auch, erklärte der Mond. Also, was ich erzählen wollte, heute Abend sah ich in ein Fenster, vor dem die Gardinen nicht zugezogen waren, denn es wohnt niemand gegenüber. Ich sah hinein zu einer ganzen Schar von kleinen Kindern, Brüdern und Schwestern. Darunter war ein kleines Mädchen, das erst 4 Jahre alt ist. Doch sie kann ihr Vater unser so gut wie die anderen. Ihre Mutter sitzt jeden Abend an ihrem Bett und hört zu, wenn sie es aufsagt. Danach bekommt sie einen Kuss und die Mutter bleibt sitzen, bis sie eingeschlafen ist. Es geht so schnell, bis sich die kleinen Augen schließen. Heute Abend waren die beiden Ältesten ein wenig wild. Der eine hüpfte in seinem langen weißen Nachthemd auf einem Bein und der andere stellte sich mit den Kleidern der anderen auf einen Stuhl und erklärte, er führe ein Tableau auf und die anderen sollten raten, wen er darstellte. Das dritte und vierte legten das Spielzeug ordentlich in die Schublade. Das muss ja auch getan werden. Doch die Mutter saß am Bett der Kleinsten und bat die anderen um Ruhe, weil die Kleine ihr Vater Unser betete. Ich schaute direkt über die Lampe, sagte der Mond. Das 4-jährige Mädchen lag in ihrem Bett, in der feinen weißen Bettwäsche. Die kleinen Hände waren gefaltet und das kleine Gesicht ganz andächtig. Sie betete laut ihr Vater Unser. Was war denn das? Fragte die Mutter und unterbrach sie mitten im Gebet. Nach unser täglich Brot gib uns heute, sagst du noch etwas? Ich kann es nicht genau verstehen. Sag's mir, ich möchte es hören. Und die Kleine schwieg und sah die Mutter verlegen an. Was sagst du noch, außer unser täglich Brot gib uns heute? Sei bitte nicht böse, liebe Mutter, antwortete die Kleine. Ich habe gebetet und ganz viel Butter drauf.